We zijn hier aan het oosterspringen in Dagmarsvelde. Normalerweise hebben we eigenlijk het oosterspringen in Gatnau. Da we hier een afzage bekommen hebben, hebben we het gastrecht bij het Reitverein Dagmarsvelde bekommen, waar we zeer dankbaar voor zijn. Genau. Met een top infrastructuur voor Reiter en Ross. Sensationell. Ja, du hast jetzt gerade geschaut, läuft es gut? Es läuft bis anhin, läuft es perfekt. Wir sind bis am Dienstagabend noch dran. Aber im Moment sind wir unfallfrei unterwegs. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Es sind ja 3 Tage. Was passiert an diesen 3 Tagen? Ja, an diesen 3 Tagen starten rund, also wir haben rund 950 Starts. Und hier Parkour absolvieren. Das heisst, so, wir sind rund pro Tag 10 bis 12 Stunden sind wir also am Reiten. Starts, heisst das so viele Teilnehmer, die mitmachen? Nein, jeder Teilnehmer kann 2 Parkour reiten, das heisst, das sind die Hälfte, also sind rund 500 Teilnehmer. Was ist also die Herausforderung jetzt hier bei Dammensau? Wie hat der Parkour ausgesteckt? Oder wer hat es gemacht? Also die Parkourbauer sind bei uns der Chef Stefan Schaub und der Zürcher Jürg. Die Challenge auf diesem grossen Platz ist sicher, dass er so gross ist, dass es weite Wege sind, dass man das Ross wieder bei sich hat oder wieder kurze Wendungen drin hat. Das ist sicher eine Challenge auf diesem grossen Platz, ja. Wer kommt alles und was gibt es zu gewinnen? Es sind sehr, also wir haben Prüfungen von 70 cm bis 1,25 m. Das heisst, bis 70-80 sind sicher viele junge Ross, junge Reiter. Und was dann natürlich bei den 1,20-25 m sind schon die routinierten Reiter und Ross. Also wir haben hier Teilnehmer an diesem Osterkonkurs, die kommen von St. Gallen bis auf Freiburg, hat es von allen Kantonen jetzt eigentlich hier. Also Schwergewicht ist natürlich Kanton Luzern, Bern, Aargau. Das ist so ein bisschen Schweiz vielleicht noch, aber das sind so die Kantone, die am meisten Vertreter haben. Aber einzelne kommen wirklich von sehr weit her. Die sind ja vom OK, oder? Beide das Co-Präsidium, oder? Richtig, genau. Wer hilft sonst noch alles mit? Also wie gross ist eigentlich das OK? Wir sind 10 Mitglieder, die im OK sind, aber da haben wir natürlich auch vom Reitverein selber ganz gute Helfer. Das braucht jeden und jede, die hier mit anpackt, sonst könnten wir so eine Veranstaltung gar nicht durchführen. Genau, Reitverein, wie heisst genau der Name und wer sind ihr? KRV Willisau, oder? Genau, das heisst KRV Willisau, Kavallerie Reitverein. Kavallerie ist von früher und RV ist eigentlich Reitverein. Heute gibt es das nicht mehr Kavallerie, aber der Name ist noch geblieben. Was macht ihr so das Jahr aus? Das Jahr aus immer, ja, das, wenn es so verschiedene Anlässe, das geht über einen Skiweekend, ja, hat dann noch einen Skitag, aber so 2-Tages-Ritt, dann wieder Avos, gehen sie auch trainieren über Gräben und Wäu. Das ist so ein bisschen Militär-ähnlich. Ja, das sind so Sachen. Wie lange? Und auch das Vereinstraining sicher, immer am Mittwoch oben, ja, wo wir immer am Grillieren sind, bei unserem schönen Platz im Wölbrig oben. Wer will, soll uns noch besuchen, immer am Mittwoch oben, im Türen Sommer durch, genau. Man kann mitmachen, also das Ross braucht man einfach. Also dort muss ich schon anmelden, dort kann nicht jeder mitmachen, aber am Abend fürs Gesellige, fürs Grillieren und etwas trinken ist jeder willkommen. Wie lange sind ihr jetzt schon im OK? Ja, ich bin das etwa 12, 13 Jahre. Vorher immer einen Parkplatz gemacht und jetzt auf das 2. Jahr mit der Corinne zusammen das OK-Präsidium. Was sind so die Herausforderungen? Muss man die Leute anschreiben, dass sie kommen oder mit den Preisen organisieren? Ja, es braucht einfach einen gewissen Stock Geld, halt, die Sponsoren. Und da sind wir sehr gut angelegt und wir haben wirklich ganz, ganz treue Sponsoren. Und denen können wir auch an dieser Stelle wirklich Danke sagen. Tipptopp. Ist jetzt das Highlight vom Jahr für euch? Oder? Für unseren Reitverein schon, genau. Das ist eigentlich auch eine grosse Einnahme für uns, wo wir wieder viele andere Sachen können investieren dank dem. Das ist schon unser Hauptanlass, genau. Schauen wir noch ein paar Bilder. Danke vielmals. Alana is.